Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder. Ja, wir räumen hier erstmal weg. Voll theoretisch hätten wir es auch liegen lassen können. Ne? Fürs nächste Mal. So. Denn hier. Nochmal Munition, auch gut. Und ja, wie gesagt, ich habe noch gut gefarmt. Hier 108, hier 114. Ah, gut, ja, davon habe ich jetzt keine gefunden. Aber ich denke mal, mit der Munition werden wir ein bisschen zurechtkommen. Ich denke mal. Feuerzeug, da. Ja, kommen wir. Okay, haben wir. Den gehen wir nach. Ja, noch hier. Und danke. Checken wir hier nochmal die ganzen Räume und nehmen das eine oder andere noch mit. Na komm, den können wir trinken. Oh, herrlich. Da haben wir. Siehst du, Pfeile, haben wir das gemacht gehabt? Ich weiß das gerade gar nicht. Sieht so aus. Hier haben wir nichts. Ja, Essen brauchen wir nicht. Hier liegt auch nichts mehr. Und ab durch die Mitte. Und runter. Ich glaube, hier war es auch gleich das mit der Schroti. Das heißt, wir kriegen gleich noch ein bisschen Schrotmunition da. Wunderbar. Dachte, ich höre so ein komisches Platschen. Was haben wir denn hier noch? Okay, da haben wir einen voll. Nichts. Schön. Da müssen wir jetzt auch voll. Lalalala. Oh, hier können wir auch rein. Würde ich auch gerne mitnehmen. Ja, den hatten wir ja schon. Das haben wir gelesen. Haben wir auch. Schön, 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 schön. Alles schön. Weiter. So. Aus. So. Hier hatten wir jetzt auch nichts mehr gehabt, ne? Nö. Ah, stimmt, Leichenhalle, da kommen wir jetzt ja hin. Wo wir auch noch eine Kamera hatten. Haben wir. What? Ah, die hatten wir ja schon geholt. Da. So, weggeworfen, weil wir wissen haben. Oh Gott! Leck mich! Ja, war hier nicht Ausgang? Okay, dann noch ein bisschen mehr.
Nö, Ausgang. Na klar. So, was sagt das hier? Oh, das hat zu spät. Moment mal, mit da lang laufen. Dann kommen wir wieder nach Hause. Okay, wir sind schon auf der anderen Seite. Hä? Dann gehen wir mal nach da, ne? Blöd ist natürlich, es ist dunkel. Wir hatten noch hier vorne ein Zelt. Das ist wahrscheinlich das Zelt unter uns. Das heißt, das da müsste ein richtiges Zelt sein. Hoffe ich. Oh ne, geh weg. Ey, der leuchtet blau. Der leuchtet rot. Die leuchten ja alle so komisch. Toll. Also ich würde das gerne speichern. Nee, schlafen. Okay, wisst ihr was? Ich will schlafen. Nein, das war nicht lustig. Gut, hau hier ab. Tjo. Ich würde jetzt eigentlich das Bein vorhin essen. Aber nein. So, können wir jetzt schlafen? Lösch mich doch. Wo? Da. Ja, komm, den hätte ich wohl treffen müssen. Nee, nee, wir müssen nur getroffen haben. Das reicht aber. So, dürfte ich jetzt bitte schlafen? Das ist nämlich ziemlich dunkel für meine Zuschauer. Ah, danke. So, Karre nach da.
Ja, ich habe den echt gehört. Ach, sieh mal an. Munition. Spare Ribs gab es auch am Abend. Okay, hier können wir nochmal mal speichern. Tun wir mal. Und dann laufen wir mal durch. Aha. Aber da muss ja irgendwas sein. Wieder am Bein eingeschlafen. Ja. Haben wir hier eventuell so ein Gleiterli? Das würde mich jetzt echt freuen. Na, offensichtlich nicht. Jo, gut, denn müssen wir irgendwie anders runterkommen. Da würde es gehen. Na, vielleicht haben wir nochmal Glück. Und wir finden hier oben nochmal einen. So, aber. Wir nehmen das. Wir nehmen das und sparen ein bisschen Munition. Ich weiß, wir könnten jetzt noch ein bisschen verschwenderisch sein damit, aber. In den Höhlen möchte ich gerne Bum Bum haben. Und Flug möchte ich jetzt auch gerne haben. Oh, scheiße, wir es nicht selber bauen können. Springen lassen wir mal lieber. Das könnte wie böse ausgehen. Da die ganze Insel gehen. Ich glaube, da waren wir überall noch nicht. Scheiße! Shit! Fuck! Kann mich aber auch natürlich irren, ne? Das würde ich jetzt nicht abstreiten. Aber muss ja was sein. Es ist eine riesen fette Gegend. Und ja, ich laufe jetzt immer noch hier herum, um diesen Mantel, also diesen Gleiter zu kriegen. Vielleicht hier ganz oben. Was? Nee, ist ein Stein. Okay, wir brauchen Ausdauer. Das kriegen wir aber auch gleich hin. Essen, Trinken haben wir alles da. Neck. Da will ich echt rumgehen. Ich glaub's ja wohl.
Es wäre wirklich schön, wenn wir so ein Ding kriegen würden. Weil ich kenne mein Glück. Dort unten ist was, ne? Ja, wir haben noch ein Ferngas. Okay, es sind nur Steine. Aber ja, von der Weite wird wahrscheinlich nichts geladen sein. Er ist ein Baum. Ja. So, nee, auch nicht. Verflucht. Mann. Kevin ist fertig mit dem Zeug, ne? Ah ne, wir haben noch geladen. Dann kommt der ja automatisch zu uns. Hi. Ja Leute, ich habe echt keine Zeit dafür, ja? Komm, tschüss. Ich bin auf der Suche nach was. So. Toll, suchen wir jetzt die ganze Folge nach so einem Kleider. Wäre auch ein bisschen blöd. Siebzehn Minuten haben wir schon. Verdammt. Hier unten sieht es ganz gut aus. Obwohl, Moment. Der ist fließend, oder? Wir probieren es mal aus. Denn natürlich mit Katana. Okay. Okay. Auf geht's. Geronimo! Scheiße, flach! Okay, doch nicht flach. Alter. Ja, easy, ne? Mach ich jeden Morgen. Oh, der Pick hier. Was haben wir hier? Okay, auch ein ziemlich fetter, langer See. Oh. Vorsicht. Hey, ist das der See, wo wir in der ersten Folge hier bauen wollten und von allen Seiten auf die Fresse bekommen haben? Wow, ganz ruhig.
Dich gesehen, du. Wo ich ehrlich sagen muss. Ah ja. Wenn es da was wäre, dann würden wir jetzt aber auch hier irgendwo Tiere sehen. Ich rede von richtigen Tieren. Wir gucken trotzdem nach. Hier sind wir aber letztens lang geflogen, ne? Na gut, wir gucken trotzdem nach. Und da haben wir einen Weg. Gehen wir mal den Weg lang. Moment. Ja, Mist. Rottet. Gerottet. Gerottet. Und essen. Und das nächste. Na toll. Ganz toll. Gut, passt. Ja. Also so Boote würden hier echt auch noch Sinn machen. Ja? Oh, Eichhörnchen. Ja, doch Tierchen. Naja. Okay, hier haben wir das Meer. Da haben wir noch eine kleine Halbinsel. Da hätten wir aber noch diese fette da. Hier muss doch was sein. So ein Häschen. Hier sehe ich nicht. Oh. Hallo. Greifen wir uns an.
Hallo. Orca? Toll. Da. Hä? Verstehen. Ich will doch nur mit dir spielen. Boah, ist ja schnell. Ach, blödes Wetter. Wenn die nicht mit uns spielen wollen, dann ich. Ich hab's versucht. Da draußen ist auch noch was, ne? Eine Sandbank oder sowas. Boah, ich sehe gar nichts. Naja, nee, schwimmen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na komm. Was soll's? Mehr als ein Hai kann jetzt auch nicht kommen. Boah, ein fetter Wassermutant. Easy. Oh, eine Schildkröte, das wäre noch schön. Na, guck mal, vielleicht sehen wir es ja von hier aus. Sie haben hier echt so verdammt viel Platz. Also Story haben wir natürlich schon durch. Ah, da muss doch noch mehr kommen. Das ist schon riesig hier, ne? Na, da schwimmen wir gleich mal hin. Ich will mir ganz kurz hier was angucken. Nichts. Einfach mal nichts. Kennen wir. Auch eine gute Base hier, ne? Also die kommen ja auf jeden Fall nicht hier an. Also ich höre so einen Windhauch. Normalerweise haben wir das auch immer gehabt, wenn wir irgendwo eine Höhle haben.
Oh, das gehört jetzt dann nämlich zum Soundeffekt dazu. Wäre natürlich auch möglich. Ja, zu dir schwimmen wir auch nochmal. Und den mal kicken. Vielleicht können wir in den Sommer schwimmen. Zack, da Sommer. Könnte natürlich auch unterirdisch sein. Ah ja, kann auch einfach sein, dass es jetzt dazugehört. Und unterirdische Höhlen waren meistens auch immer markiert. Ah, nee. Wisst ihr was? Einfach nur, weil wir das hier noch nicht haben. Bam. Hübsches kleines Zelt hin. Einfach so mitten im Ozean. Gut, dann schauen wir uns morgen in der nächsten Folge die andere Insel hier an. Ja, und dann zur Not, wenn dann wieder nichts ist. Entweder noch ein paar Höhlen oder wir bauen einen Wall. Ja, weil Yvonne möchte gerne, dass wir einen Wall bauen, also bauen wir einen Wall. Yippie! Gut. Also, danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne einen Daumen da. Du meldest immer noch. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne auch ein Abo. Und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder. Bis dahin, macht's gut.